theoretisch eine Chance habe, mit ihr auf einer Höhe zu sein. Hättest du ein Geschirr dran, ist diese Halterung in der Mitte vom Rücken und der Hund ist automatisch eine halbe Körperlänge vor dir und muss zwangsläufig die Führung und Kontrolle übernehmen. Deswegen Halsband, dass ich eine Chance habe, dass es bei mir ist und nicht vor mir. Aber es geht auch ums Prinzip. Es ist vollkommen egal. Es kann noch so verlockend sein. Und die kann noch so viel Hunger haben. Das ist Wurst. Super. Kam sogar ein ganz toller Blickkontakt. Geil. Gab es keine Bestätigung bei mir, weil ich den Fuß noch drauf hatte. Da konnte sie ja nicht anders. Bogen drumherum. Ist schon toll, was sie jetzt zeigt. Mir fehlt aber einfach der Blickkontakt. Und ohne den geht's nicht. Deswegen gehe ich auch immer noch mal näher. Gucken, ob sie es schafft, hochzugucken. Jawohl, super. Neuer Ort. Komplett was Neues. Das war jetzt von der anderen Seite. Mhm. Komplett neue Situation für den Hund. Obwohl das Futter an der gleichen Stelle liegt, der kam von einer anderen Richtung. Mhm. Da hat es gewusst schon. Da war es komplett neu. Jetzt versucht sie sich abzulenken. Super. Toll. Wichtig ist hier wirklich die extrem körpernahe Bestätigung. Das ist wirklich komplett hier in meinem Schoß drin, das Futter. Ich halte sie nur, ne? Ich weiß noch mal eine Stufe weiter, ohne zu beanspruchen. Sie kommt nicht dran. Was für eine Alternative und wie schnell wählt sie die Alternative? Hat sie aber sehr schnell umgesetzt. Als sie da dran kam, ist sie sofort zu mir gekommen.
schöner wäre es, wenn sie drüber gehen würde. Cool, oder? Nochmal konfrontieren damit. Jawohl, super, und weiter zurückgehen. Achtung, wenn sie dran will. Super. Perfekt. Also, sie guckt dich auch wirklich an, ne? Mhm. Toll. Erst hier an die Brust beim Gehen, dass sie schon den Blick zu dir hoch hat, wenn sie guckt. Ja. Und nicht hier auf deine Hand. Ja. Na, weil sie soll ja eigentlich hier gucken. Mhm. Und dann, wenn du vorbei bist, die Hand so hinhalten, wirklich am Bein, dass sie sich da das Futter nehmen darf. Mhm. Okay. Probier es einfach nochmal. Mhm. Leine locker. Hoch, Hand hoch. Ich weiß es nicht einfach. Also die ganze Zeit die Hand hoch? Hier. Und wenn ihr vorbei seid und sie guckt dich immer noch an, dann geht die Hand hier hin und darf sich was nehmen. Okay. Nichts sagen. Super. Nee. Gib mir ruhig was, wenn sie dich anguckt. Nicht an der Leine rum. Hast du an der Leine? Ja. Okay. Und wieder zurück. Einfach ganz locker. Auf den Mund achten. Super. Bei dir? Wo ist hin? Ja, nicht mit der Leine nachziehen. Leine muss locker sein. Super, sie guckt. Bestätigen. Fuß weg. Ja. Super. Und gib ihr was. Und wieder zurück. Hand nicht so in der Luft hochhalten, sondern auf die Brust. Genau, super. Und gib ihr was. Super. Ganz toll. Hallo. Perfekt. Und noch einmal. Ganz locker. Jetzt hast du es schon so unterschwellig. Mach's ja richtig. Sie soll ruhig Fehler machen dürfen. Nur dann können wir ihr zeigen, was wir eigentlich von ihr möchten. Okay. Lass ihr die Chance. Da kam sofort der Blickkontakt. Wichtig ist erst mal hoch. Mein Blick sagt, wenn du währenddessen Futter gibst, dann ist es ein Ablenken. Ne? Mhm. Wenn du dich jetzt so anguckst, gib dir ruhig mal ein Stückchen. Super, sie ist vollkommen bei dir mit ihrer Aufmerksamkeit. Und dann gehst du los mit Hand oben, okay. Am Futter vorbei, wenn ihr vorbei seid. Super. Hand näher ans Bein. Ganz toll. Und nochmal. Lass ihr die Chance, was falsch zu machen. Ihr macht's nicht falsch. Das war jetzt aber perfekt. Yes.